Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Dieses Mal geht es um das Vitamin K, K wie Kilo. Und das Vitamin K1 kommt im grünen Gemüse vor und ist dafür da, dass unsere Blutgerinnung funktioniert. Das Vitamin K2 wird immer empfohlen, im Zusammenhang mit Vitamin D zu nehmen. Und es hat seine Bedeutung in der Krebsvorbeugung, in der Knochenmineralisation und in dem Schutz der Gefäßverkalkung. Und die wenigsten Menschen wissen, dass das Vitamin K2 auch noch unterteilt wird. Und die meisten Menschen nehmen es in Kombination mit Vitamin D in einem Fläschchen ein. Das Problem dabei ist, wenn ich am Vitamin D etwas verändere, verändere ich auch etwas am Vitamin K. Und das ist nicht immer sinnvoll. Und über das Vitamin K würde ich heute wieder diskutieren wollen mit Herrn Schmidt-Philipp, der als ausgewiesener Experte für Öle und antioxidative Vitamine sich bereit erklärt hat, sich mit mir über dieses Thema zu unterhalten. Bleiben Sie dran, gleich geht es los. Hallo Herr Schmidt-Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns für das Interview unserer Zuschauer mit Ihrem Wissen zur Verfügung zu stehen. Freut mich, Sie wieder zu sehen, Herr Dr. Wiechert. Dankeschön. Vitamin K ist etwas, was häufig als K2 MK7 unterwegs ist. Und ganz wenige Produkte enthalten ja auch MK4. Und worin unterscheiden sich eigentlich MK4 und MK7? Genau, Menakinone gibt es in verschiedenen Kettenlängen. Beim Vitamin K ist die Kettenlänge der Unterschied. Beim Menakinon MK4, MK7, MK9, es gibt da alle möglichen dazwischen, sind jeweils mit längerer Kette. MK7 hat also eine 7 lange Kette. Und wenn es jetzt ein MK4 gibt, also eine 4 lange Kette nur hat, also ein viel kleineres Molekül, wo man davon ausgehen muss, dass es wesentlich intensiver und besser in alle möglichen Strukturen vordringen kann. Und warum ist eigentlich dann das MK4 nicht so verbreitet? Ja, also ich sehe da ein wesentliches Problem. Das MK4 erhalten wir Menschen normalerweise durch unsere Darmbakterien. Da wird es permanent synthetisiert, dann nehmen wir es auf. Und wenn der Darm nicht so funktioniert, wie er soll, was leider ja sehr häufig gestört ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Mensch auch von seinem Vitamin K2-Zufuhr MK4 abgeschnitten ist. Ganz genau. Ich messe dieses nämlich regelmäßig, und zwar K1 und MK4 und MK7. MK4 hat ja eine Halbwertszeit von nur einer Stunde, MK7 von 56 Stunden. Das heißt, wenn man das jeden Tag nimmt, kommt so viel obendrauf, dass man irgendwann in eine Dosis hineinkommt, die man vielleicht gar nicht haben will. Und wenn man dann immer 100, das würde noch gehen, Mikrogramm am Tag, aber oftmals ja 200 und mehr Mikrogramm am Tag nimmt und das regelmäßig, läuft man ja Gefahr, in eine Überdosierung zu kommen. Wenn man aber das MK4 nicht dabei hat, was ja nach einer Stunde weg ist, oder wenn das sehr niedrig dosiert ist, dann kommt man eben nicht in die Normwerte hinein. Und die Darmflora sollte das ja tun, und bei meinen Patienten schaue ich halt auch immer gerne, wenn ich nach dem Vitamin K gucke, wenigstens einmal in dem Untersuchungsprozess auch nach der Darmflora und Dysbiosen verschiedener Art. Ich kann also jetzt nicht sagen, welches Bakterium das MK4 macht, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, von denen, die zu mir kommen, die nicht in der Lage sind, trotz einer guten Vitamin K1-Versorgung mit ihrer Darmflora eigenständig das MK4 zu produzieren. Genau, also dann muss man das ja, wie soll man das nehmen, wenn das nur eine kurze Halbwertszeit hat und ich nehme da einmal am Tag eine Pille oder vielleicht sogar dreimal am Tag? Also es zeigt sich, wenn man, sagen wir mal, an die 300 Mikrogramm MK4 pro Tag dreimal täglich nimmt, dann kommt man auf Werte, die im Normalbereich liegen, wie wenn man nicht ergänzen würde. Und ganz selten muss man dann mal ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr nehmen. Das gehört natürlich immer eine Verlaufskontrolle dazu. Aber dann würde man diese Dinge eben tatsächlich verbessern können. Und das Interessante bei dem Vitamin K2 ist ja, dass man es nicht nur bei dem älteren Menschen hat, der in Richtung Osteoporose und erhöhten Knochenknorpelumsatz, vor allem den Knochenumsatz geht,
oder wo auch die Gefäßverkalkung zunimmt, sondern es gibt ja auch im Bereich des Wachstums, also der Kinder, gerade im Bereich der Pubertät, auch einen erhöhten Bedarf, der eigentlich unberücksichtigt wird. Ich wüsste zumindest von keinem Kinderarzt, der Vitamin K bestimmt oder Orthopäden, der in irgendeiner Form beim Knochenwachstum danach schaut, wenn die Wirbelsäule vielleicht zu schnell wächst oder wenn die Röhrenknochen plötzlich in die Länge gehen und wo es ja nicht nur um Vitamin D geht für die Mineralisation, sondern offensichtlich auch um Vitamin K. Genau, wie soll man das sicherstellen? Also die, mit der Nahrung, also es herrscht ja die Meinung vor, mit der Nahrung kriegt man alles ganz einfach. Aber man stellt halt dann doch, also Sie sind der beste Analytiker, den ich kenne, wenn Sie das schon feststellen, dass man mit einer doch erheblichen Menge von Vitamin K1, wie sie in gesunden Menschen unsupplementiert auftreten, weil man das erzeugen kann. Also Vitamin K1 kommt in der Regel gut an. Also es gibt, ich mache ja auch Verzehrprotokollauswertungen und man sieht, dass die Menschen schon relativ viel Gemüse, grünes Gemüse auch essen und dann gibt es sehr wohl unterschiedliche Mengen, die man dann auch im Blut wiederfindet. Manche liegen im unteren Normbereich, manche im mittleren. Da gibt es interindividuelle Unterschiede, die sind nicht unerheblich, aber sie liegen immer halt in der Range. Aber bei dem Vitamin K2, und zwar dort vor allem bei dem MK4, mitunter auch MK7, aber besonders bei MK4, findet man, das ist ja dann stabilisiert, man nimmt es raus und dann hört es ja auf, sich zu teilen. Also das ist ja schon ein ganz guter Messparameter, aber dennoch finden wir das letztendlich im Mangel. Genau, und wo man das herkriegen kann, also das MK7, also offensichtlich reicht es nicht nur Vitamin K1 zu sich zu nehmen. Grünes Gemüse ist für viele Sachen wichtig und toll, aber nur für die Vitamin K-Versorgung braucht man Vitamin K2. Und das kommt aus tierischen Produkten, das ist tatsächlich in Fleisch und Eiern und sowas drin, das eigentlich als ungesund verschrien ist, aber das Vitamin K2 ist da drin. Oder in fermentierten Nahrungsmitteln, Sauerkraut, ja. Also es gibt ja diese holländische Studie, die rausbekommen hat, für wie gut es für die Arterien ist. Ja, die obere besser versorgte Drittel hat die Hälfte an Infarkten und Arterienverkalkung gehabt. Und um diese Mengen, die da festgestellt haben, zu kriegen, muss ich also ein Pfund Sauerkraut am Tag essen. Das macht kein Mensch. Ja, oder 600 Gramm Hackfleisch, wie soll man das schaffen? Also das kann eigentlich nur durch fermentative Prozesse stattfinden, entweder in meinem Darm oder ich esse fermentierte Lebensmittel. Sauerkraut war das naheliegendste, was ich eigentlich gefunden habe. Oder es gibt Natto. Natto ist so ein japanisches Nahrungsmittel aus fermentierten Sojabohnen. Ein schleimiges Zeug, nicht jedermanns Sache. Das ist wie ein Nahrungsergänzungsmittel. Also wenn man diese fermentierten Sojabohnen vertragen kann, dann wäre das eine gute Möglichkeit, um sein Vitamin K2 aufzunehmen. Wenn nicht, nimmt man halt einen Extrakt daraus, ja, den kann man kaufen. Und bei MK4 muss man halt dann, damit man auch MK4 bekommt, also ich meine, das kann man nicht einmal am Tag essen, oder? Wenn die Halbwertszeit eine Stunde ist, also nimmt man halt einfach was man gut mehrmals am Tag einnehmen kann. Und das, weil es fettlöslich ist, immer zusammen mit gesunden Ölen. Und vielleicht auch die anderen fettlöslichen Vitamine, wenn nötig, also E, D, K und A, in dem Zusammenhang zusammen mit Ölen, damit sie auch wirklich resorbiert werden. Gut, ich fasse mal zusammen. Wir haben also gelernt, man kann das essen. Es gibt ein paar Lebensmittel, die das enthalten. Wir hatten einen Pfund Sauerkraut, wir hatten 600 Gramm Hackepeter und die Möglichkeit, Natto-Schleim zu essen, um auf die vorgegebenen Tagesdosen zu kommen. Oder wir kümmern uns doch darum, dass unsere Darmflora in Ordnung ist. Das heißt, wir müssen uns um das Ambiente der Darmflora kümmern. Wir brauchen genügend Faserstoffe. Wir müssen eine gute Besiedlung in den ersten zwei Lebensjahren haben, damit wir auch einen guten residenten Darmkeimstamm für uns geschaffen haben. Dann können wir das alleine hinbekommen. Und wenn nicht, dann haben wir gehört, gibt es auch Extrakte, die man dazu ergänzen kann. Aber auch dazu gehört, dass man wie immer diese Dinge nicht blind nimmt, sondern labordokumentiert. Und liebe Zuschauer, ich glaube, das ist etwas, wo Sie für sich jetzt erkennen können. Es geht um Gefäßverkalkung, es geht um Knochenwachstum, es geht um Krebsschutz, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Gibt es dazu was, Sie herausgefunden hätten? Genau, also es gibt ein paar Studien, die Vitamin K eine wichtige Rolle geben beim Krebsschutz. Das ist nicht so deutlich, also es gibt nicht so viele bei Tocotrienolen zum Beispiel, worüber wir auch schon gesprochen haben, aber auch Vitamin K und auch sogar bei Erkrankungen, wo auch entzündliche Prozesse eine Rolle spielen. Gut, also wir blenden Ihnen die Studie noch mal kurz ein, damit Sie das auch nachlesen können. Ich fasse also noch einmal zusammen.
dass wir also sowohl bei Gefäßverkalkung als auch bei Knochenmineralisationen als auch bei Krebserkrankungen gelernt haben, dass Vitamin K ein wesentlicher Kofaktor ist, nicht alleiniger, aber ein wesentlicher Kofaktor ist, um sozusagen unsere Stoffwechselprozesse abzurunden und das Optimum aus dem herauszuholen, was uns die Natur mitgegeben hat. Das soll es für heute für Vitamin K gewesen sein und ich freue mich auf Sie, wenn Sie uns auch noch zuhören wollen, wenn es um die essentiellen Fettsäuren geht. Bis dann!